Danke, liebe Frau Lemperle. Vielen, vielen Dank für diese super Einstimmung hier. Ja, meine lieben Damen und Herren, ich begrüße Sie alle ganz, ganz herzlich hier in Wiesbaden. Liebe Eltern, liebe Großeltern, liebe Tanten, liebe Onkels, liebe Kinder, liebe Jugendliche und alle Bürger, denen unser Anliegen, weshalb wir uns heute hier versammeln, eben ein solches ist, ein Anliegen. Sie wissen, warum Sie hier sind und warum es nötig ist. Wir stehen hier vor dem Kultusmysterium, nur getrennt von einer schönen Würstchenbude, die Sie heute ja, nutzen können. Das hatten wir auch noch nicht. Es ist an der Zeit... Okay, das ist vielleicht besser. Es ist an der Zeit, Flagge zu zeigen. Angesichts eines Lehrplanes, den Kultusminister Lorz vor wenigen Wochen, ja, ohne, gegen das Votum des Landeselternbeirates, gegen das Votum der katholischen Bischöfe in Hessen und eigentlich auch ziemlich, ja, geheim veröffentlicht hat und in Kraft gesetzt hat. Ein Sexuallehrplan, der Kinder ab der ersten Schulklasse mit Sexualität in allen Varianten nicht nur vertraut machen soll, sondern ihnen ja alle Arten von möglicher gelebter Sexualität als gleichwertig und als gleichberechtigt zur Ehe und Familie darstellt, der darüber hinaus die Kinder einfach viel zu früh mit diesem ganzen Thema belästigt, denn Kinder mögen das überhaupt nicht, jedenfalls die meisten. Ich weiß das, weil ich selbst Mutter bin. Und der insbesondere die Ideologie der Gender-Theorie schon wirklich flächendeckend, fächerübergreifend von der ersten bis zur letzten Schulklasse in die Köpfe und in die Seelen der Kinder einschreiben will. Und dagegen wehren wir uns. Und ich danke Ihnen, dass Sie alle so zahlreich heute hier gekommen sind. Ich begrüße Sie im Namen des Aktionsbündnisses für Ehe und Familie gegen die Gender-Ideologie und gegen die Sexualisierung unserer Kinder. Dieses Aktionsbündnis umfasst ca. 30 Gruppierungen, Vereine, Initiativen, Organisationen und auch engagierte Einzelpersonen aus ganz Deutschland. Denn dieses Thema ist ein deutschlandweites Thema. Und es ist eben nicht nur ein Hessenthema. Wir haben bereits in Baden-Württemberg ja wirklich viel erreicht. Wir haben in Bayern uns positioniert und sind dort so weit gekommen, dass der bayerische Kultusminister einen Plan, den er jetzt in Kraft setzen wollte, wieder zurückgezogen hat. Und jetzt wollen wir etwas in Hessen erreichen. Es ist großartig, dass Sie sich durch Wiesbaden, durch den Bahnhof und ich habe alles durchgeschlagen haben, denn es sind ja einige Gegendemonstranten, Gegner, denen es nicht gefällt, dass wir heute hier sind, unterwegs hier in der Stadt, und umso mehr danke ich Ihnen, dass Sie gekommen sind. Es ist wirklich zum Schutz Ihrer, unser aller Kinder. Danke sehr. An dieser Stelle möchte ich etwas noch mal ganz klarstellen. Das Aktionsbündnis Demo für alle ist friedlich, es ist bürgerlich, es wendet sich und distanziert sich klipp und klar von jeglichem Gedankengut rassistischer Art, extremistischer Art, sei es links- oder rechtsextremistisch,
und ideologischer Art. Also mit dieserlei haben wir nichts zu tun, weder mit Gruppen, die das vertreten, noch mit Einzelpersonen. Und ich muss das hier ganz deutlich sagen. Auch antisemitische Gedankengut hat bei uns keinerlei Platz. Wer immer zu unserer Demo aufgerufen hat, der sich in dieser Ecke zu verorten ist und wer womöglich heute hier ist, den bitte ich jetzt und fordere ihn auf, zu gehen. Sollten Sie dieser Aufforderung nicht folgen, dann muss ich hier klar sagen, sollten solche Leute bei uns hier mitgehen, haben wir nichts damit zu tun und dann tun sie das gegen unseren Willen. Ich hoffe, damit ist das jetzt ein für alle Mal geklärt. Noch ein paar organisatorische Dinge. Wie immer, wir sind friedlich und wir lassen uns bitte auch von niemandem provozieren. Es könnte passieren, dass das einige versuchen könnten heute. Bitte lassen wir uns nicht provozieren und dazu bitte ich Sie nochmal sehr, sehr herzlich. Eine weitere Sache. Wir demonstrieren unter dem Motto der Demo für alle. Das heißt, Schilder oder Plakate oder Fahnen oder Transparente, die fremde Organisationsnamen oder fremde Organisations- oder Parteilogos enthalten, wollen wir hier nicht sehen. Und ich bitte Sie, sollten Sie solche dabei haben, diese wegzulegen. Also das wollen wir auf unserer Demonstration nicht haben. Wir wollen auch nicht, dass fremde Flyer verteilt werden, die nicht von Demo für alle oder von mir angesagt werden. So. Was ich auch noch sagen darf, wir haben diesmal das ganz toll, hinten 4 Dixi-Klos, die Sie nutzen können, weil es, ja, wenn es was zu essen gibt, muss man ja auch, und zu trinken, dann muss es auch die Möglichkeit geben, wieder was wegzubringen. Also das ist da hinten links, da müssen Sie einmal rausgehen, an der Polizei vorbei und können dann dort diese Toiletten benutzen. Meine lieben Damen und Herren, liebe Eltern, ich möchte Ihnen jetzt jemand ankündigen, der heute hierher gekommen ist und zu uns sprechen wird, der ein wirklicher Experte auf dem gesamten Gebiet der Gender-Ideologie ist. Er ist wirklich ein altes Schlachtroß. Nein, er ist ein großartiger Mann, nämlich Professor Dr. Manfred Spieger. Professor Spieger hat ein Buch geschrieben, das ich Ihnen empfehlen möchte. Ich habe es auch dabei. Es sieht so aus: Gender Mainstreaming in Deutschland. Konsequenzen für Staat, Gesellschaft und Kirchen. Und er wird gleich sprechen. Aber bevor Professor Spieger spricht, darf ich Ihnen ein Grußwort verlesen, was uns ganz, ganz besonders alle gefreut hat. Wir stehen hier im Schatten der Bonifatiuskirche oder am Fuße oder beschirmt von der Bonifatiuskirche. Und aus der Stadt des heiligen Bonifatius, nämlich aus der Bischofsstadt Fulda, hat uns ein wirklich bewegendes und sehr beeindruckendes Grußwort erreicht, nämlich vom Bischof von Fulda persönlich, Heinz Josef Algermessen. Und das verlese ich Ihnen jetzt. Grußwort von Bischof Heinz Josef Algermessen an die Teilnehmer aus der Region Fulda an der Demo für alle gegen den neuen Lehrplan zur Sexualerziehung in Hessen. Für Sie war es genauso wie für mich ein Schock, als nach den großen Ferien bekannt wurde, dass der hessische Kultusminister durch einen Ministererlass einen neuen Lehrplan
zur Sexualerziehung in Kraft gesetzt und sowohl das Votum des Landeselternbeirates als auch die Stellungnahme der katholischen Bischöfe in Hessen ignoriert hat. Sie zeigen heute durch Ihre Teilnahme an der Demo für alle, dass Ihnen die Sexualerziehung von Kindern und Jugendlichen in unserem Land nicht gleichgültig ist und dass Sie Ihre Verantwortung als katholische Christen wahrnehmen und sich dafür einsetzen, dass unsere Gesellschaft christlich geprägt bleibt. Dafür möchte ich mich bei Ihnen ausdrücklich bedanken und erteile Ihnen gerne meinen bischöflichen Segen. Heinz Josef Algermessen, Bischof von Fulda. Danke, danke von dieser Stelle aus. Exzellenz, lieber Herr Bischof, dass Sie uns, dass Sie ganz klar gemacht haben, dass diese ganzen Verleumdungen, die leider in den letzten Tagen und Wochen wieder über uns auch in den Zeitungen zu lesen waren und zu hören waren, wir seien also Extremisten, wir seien Rechte, wir seien Fundamentalisten und irgendwie ganz dubiose Leute, völlig daneben liegen. Wir sind, Sie, alle, die Sie hierher gekommen sind heute, Sie sind die Mitte der Gesellschaft. Sie sind die Bürger, die Väter, die Mütter, Großeltern, Bürger, die diese Gesellschaft tragen. Und das muss hier mal ganz klar gesagt werden. Ja, ich denke, das reicht fürs Erste. Ich bitte Herr Professor Spieker auf die Bühne. Liebe Frau Beverförde, liebe Eltern, Sexualerziehung hat, so das hessische Schulgesetz, die Schülerinnen und Schüler mit den biologischen, ethischen, religiösen, kulturellen und sozialen Tatsachen der Geschlechtlichkeit vertraut zu machen, zu Toleranz zu erziehen und Ehe und Familie in ihrer Bedeutung ins Zentrum zu rücken. Ehe und Familie im Schulgesetz wie auch in der hessischen Verfassung haben nicht deshalb einen zentralen Platz, weil sich die Ehepartner lieben, weil sie sich gegenseitig begehren und füreinander einstehen. Das mag auch in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften vorkommen. Sie haben einen zentralen Platz, weil sie für die Regeneration der Gesellschaft sorgen, weil sie, wie die hessische Verfassung vom Dezember 1946 schon 2,5 Jahre vor dem Grundgesetz feststellte, Grundlage des Gemeinschaftslebens sind. Nur sie gewähren die Zukunft des Gemeinwesens, indem sie Kinder zeugen, gebären und erziehen. Keine gleichgeschlechtliche Partnerschaft ist dazu in der Lage. Die Eltern, die hier demonstrieren, verteidigen eine Sexualerziehung, die dieses Fundament achtet. Dieses Fundament ist im neuen Lehrplan in Hessen nicht völlig verschwunden, aber es ist mit dem Gift der Gender-Ideologie infiziert. An zahlreichen Stellen wird dies deutlich und ich will nur wenige herausgreifen. Ehe und Familie werden relativiert, indem sie auf eine Variante partnerschaftlichen Zusammenlebens
reduziert werden, neben gleichgeschlechtlichen Partnerschaften. Bei den Unterrichtsstoffen für die 6- bis 10-Jährigen kommen Ehe und Familie im Gegensatz zu den gleichgeschlechtlichen Partnerschaften gar nicht mehr vor. Die Heterosexualität als biologische Voraussetzung von Ehe und Familie wird gendergerecht auf eine Variante sexueller Vielfalt reduziert, neben Bi-, Homo- und Transsexualität. Die Sexualerziehung soll bereits den 10- bis 12-Jährigen die Existenz unterschiedlicher sexueller Orientierungen und geschlechtlicher Identitäten vermitteln und nicht nur zu deren Toleranz, sondern zu deren Akzeptanz erziehen. Die Eltern wehren sich dagegen, weil der Lehrplan den Eindruck erweckt, es sei wissenschaftlich geklärt, was eine sexuelle Orientierung und eine sexuelle Identität ausmacht, und alle Varianten sexueller Orientierung und Identität seien gleichwertig. Sie wehren sich, weil der Lehrplan damit gegen das Indoktrinationsverbot verstößt, das vom Bundesverfassungsgericht in einem wegweisenden Urteil zur Sexualerziehung in Hamburg 1977 formuliert worden war. Die Aufforderung an die Lehrkräfte, sich als Aufklärende zu begreifen, die den Auftrag haben, den Schülerinnen und Schülern das Thema Sexualität, sexuelle Selbstbestimmung und sexuelle Vielfalt nahezubringen, mit den Jugendlichen über erste sexuelle Erfahrungen zu diskutieren und sie beim Coming-out zu unterstützen, verletzt nicht nur die Intimsphäre, die das Bundesverfassungsgericht ebenfalls als Schranke für die Sexualerziehung formuliert hatte, sondern missachtet auch die Tatsache, dass 80% derer, die sich in der Kindheit vom gleichen Geschlecht angezogen fühlen, im Erwachsenenalter ausschließlich heterosexuell orientiert sind. Nicht weniger verstörend als das, was der Lehrplan der Sexualerziehung an Zielen vorschreibt, ist das, was er verschweigt. An keiner Stelle ist von Liebe und Verantwortung die Rede, die in die Sexualität zu integrieren ist, soll sie zum Gelingen des menschlichen Lebens beitragen. An keiner Stelle ist von Selbstbeherrschung die Rede, die zur Reifung der Sexualität dazugehört. Der Lehrplan folgt offenkundig der Sexualpädagogik der Vielfalt, die Heterosexualität, Generativität und Kernfamilie, so Uwe Sielert, der akademische Kopf der Sexualpädagogik der Vielfalt in Kiel, zu entnaturalisieren und Lust, Zärtlichkeit und Erotik als Energiequelle für Lebensmut und Wohlbefinden unabhängig von Ehe und Liebe in allen Altersphasen zu vermitteln habe. Die Sexualpädagogik der Vielfalt verhindert die Annahme der eigenen Geschlechtlichkeit. Ignoriert wird im Plädoyer für die sexuelle Vielfalt die Tatsache, dass Depressionen, Drogenmissbrauch und Suizidversuche bei Personen mit homo-, bi- und transsexueller Orientierung signifikant häufiger vorkommen als bei Personen mit heterosexueller Orientierung. Weggefallen ist im neuen Lehrplan auch eine wichtige Vorschrift für die Durchführung der Sexualerziehung. Im alten Lehrplan von 2007 hieß es, ich zitiere, der Sexualkundeunterricht kann nicht an außerschulische Personen, Verbands- und Vereinsmitglieder und Beratungseinrichtungen delegiert werden. Die Sexualerziehung kann nur von kontinuierlich in der Klasse tätigen, pädagogisch ausgebildeten Lehrkräften unterrichtet werden. Zitat Ende. Mit dem Wegfall dieser Vorschrift ist die Tür geöffnet,
für das Eindringen der schwul-lesbischen Aufklärungsgruppen in die Sexualerziehung. Die Eltern, die hier demonstrieren, verteidigen eine Sexualerziehung, in der die Sexualität nicht auf ein handelbares Konsumgut oder ein Instrument der Lust reduziert, sondern als biologische Vorgabe begriffen wird, die gepflegt und gehütet werden muss, die die Fruchtbarkeit nicht ausblendet und eingebettet ist in Werte und Normen, in Ehe und Familie. Sexualität ist nicht nur... Sexualität ist nicht nur Natur oder Trieb, sondern immer auch Kultur. Sie bedarf der Kultivierung und der Integration in die Person. Deshalb ist sie auf Erziehung, vor allem im Elternhaus, angewiesen. Dieser Aufgabe wird der neue Lehrplan nicht gerecht. Um der Zukunft ihrer Kinder willen, fordern die Eltern deshalb die Landesregierung auf, den Lehrplan zu überarbeiten und vom Gift der Gender-Ideologie zu befreien. Lieber Professor Spieker, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich. Vielen, vielen Dank, dass Sie gekommen sind aus Hannover, extra, nein, nicht ganz aus Hannover, stimmt nicht, aus Osnabrück hergekommen heute extra, um hier einfach auch Aufklärung zu betreiben. Und ja, vielen, vielen Dank. Hier nochmal das Buch Gender Mainstreaming in Deutschland, kann man empfehlen. Ja, als nächstes, meine sehr verehrten Damen und Herren, darf ich Ihnen eine Dame vorstellen aus Hessen. Natürlich, geht ja schließlich um Hessen hier. Und zwar Frau Brunhilde Rusch. Sie ist mehrfache Mutter und noch viel mehrfache Großmutter. Und ja, sie ist schon eine Kämpferin gegen diesen Lehrplan, schon seit einiger Zeit. Und jetzt freue ich mich, dass sie heute hier ist. Kommen Sie, Frau Rusch. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe verantwortungsbewusste Eltern, liebe Kinder und liebe Großeltern, auch ich freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Es geht um unsere Kinder, es geht um unsere Enkelkinder, es geht um unsere Zukunft. Als Christin stehe ich hier und kann nicht anders. Gott helfe mir! Amen! Mein Name ist Brunhilde Rusch. Ich bin 64 Jahre, Mutter, mehrfache Großmutter und war jahrzehntelang ehrenamtlich im Kinderdienst tätig. Als Christin spreche ich für die uns von Gott gegebene Würde des Menschen, die uns in Artikel 1 unseres Grundgesetzes garantiert ist und selbstverständlich auch für unsere Kinder gilt. Über die Jahre haben mir Kinder mitgeteilt, dass sie sich durch Sexualkundeunterricht belästigt und dabei überhaupt nicht wohlgefühlt haben. Ein Beispiel. Zwei kleine Mädchen erzählten mir ganz aufgeregt, dass sie jetzt Sexualkundeunterricht hätten. Ihnen würde das überhaupt nicht gefallen. Sie würden sich schämen. Hier gibt es noch vielfache Steigerungen. Eine Mutter berichtete mir über ihre schockierende Erfahrung.
Ihr Sohn ging seinerzeit in die dritte Klasse. Auf Nachfrage der Eltern zum Sexualkundeunterricht hätte der Klassenlehrer mitgeteilt, dass er schon die richtigen Worte finden würde. Er würde das ja nicht zum ersten Mal machen. Unterrichtsmaterial würde es reichlich geben. Einen Plüschpenis gab es dann auch. Weitere Angaben wollte er nicht machen. Es gab dann noch folgende Hausaufgabe: Google Begriffe, die im Unterricht nicht vorkamen, aber die diesen Kindern neu waren oder die sie überhaupt nicht verstanden hatten. Dieser 8-jährige Sohn machte seine Hausaufgaben und suchte die Begriffe über Google im PC. Um die Fassungslosigkeit der Mutter zu verstehen, sollten Sie einmal mit der Sucheinschränkung Bilder nach Begriffen wie Vagina, Spirale, Oralbefriedigung googeln. Diese Aussagen und das Verhalten der Kinder zeigen deutlich, dass Kinder durch den Sexualkundeunterricht in der Schule in eine unbehagliche und überfordernde, einfach unverantwortliche Situation geraten sind. Das wollen unsere Kinder nicht. Das wollen verantwortungsbewusste Eltern nicht. Das wollen wir Großeltern nicht. Und das wollen die meisten Lehrer und Lehrerinnen auch nicht. Wir schämen uns, was da teilweise in den Schulen läuft. Und wisst ihr, warum wir uns schämen? Weil wir nicht wahnsinnig sind. Ich komme noch drauf zurück und erkläre Ihnen das. Gissamets Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin ist auf das Phänomen der Entschämung eingegangen. Sie hat vor den verheerenden Folgen gewarnt seit Jahrzehnten. Der angeborene Schutzmechanismus, der ein Kind vor einem entblößten Geschlechtsteil oder ungewollten Berührungen weglaufen lässt, wird durch das Aushebeln der natürlichen Scham vernichtet. Da sollten wir uns doch alle Alarmglocken läuten. Ist es gewollt, mit dem Abbau der Scham höchste Gefügigkeit zu bewirken? Und dies immer früher, weil es immer wirksamer ist. Je früher, desto erfolgreicher. Wird die Frühsexualisierung deshalb durchgesetzt, sogar gegen den Willen der Eltern? Die Zerstörung der gesunden Scham öffnet Manipulation Tür und Tor. Sigmund Freud, der immer wieder herangezogen wird, hat übrigens im Schamverlust das erste sichtbare Zeichen des Wahnsinns erkannt.
Kultusminister Lorz. Wir protestieren gegen den neuen Lehrplan, weil wir unser Schamgefühl noch nicht verloren haben. Wir sind doch nicht wahnsinnig. Der Erziehungswissenschaftler Professor Hans Schießer sagt, fächerübergreifend aufklären ist pädagogischer Unsinn. Kinder im Grundschulalter interessieren sich nicht für andere Lebensweisen und auch überhaupt nicht für sexuelle Vielfalt. Er sagt, dass dabei die Sexualität überhaupt keine Rolle spielt, da sie beim Kind latent, das heißt verborgen, schlafend ist. Früher hat man von Unschuld der Kinder gesprochen. Sigmund Freud, ich ziehe nochmal heran, hat ausdrücklich betont, dass man diese Latenz nicht verfrüht wecken darf. Ansonsten würde dies zu negativen Verhaltensstörungen führen, gerade auch zu Gewalttätigkeiten. Ihr lieben friedlichen Demonstranten, ich hätte euch noch einiges zu sagen, aber aus Rücksicht auf den Ablauf und weitere Sprecher, mache ich es ganz kurz. Ich sage Nein zur Sexualisierung der Kinder in den Schulen. Ich sage Nein zum Lehrplan zur Sexualerziehung in Hessen. Ich sage Nein zu Gender in Hessens Schulen. Mir ist es egal, wer gegen uns ist. Ich weiß, dass Gott für und mit uns ist. Gott hilf uns! Amen! Vielen, vielen Dank. Das war ja sehr bewegend, liebe Frau Rusch. Ja, also der Platz ist ganz schön voll. Ich glaube, wir haben unser Ziel auf jeden Fall erreicht, hier eine sehr, sehr eindrucksvolle Zahl zusammenzubekommen. Das ist ganz, ganz toll. Es ist so, dass wenn man eine solche Demonstration organisiert, das kostet auch Geld. Diese ganze Technik, die Bühne, die ganze Vorbereitung, die Nachbereitung und so weiter. Wenn Sie etwas geben möchten, damit wir die Kosten decken können, jetzt hier, dann gibt es jetzt gleich die Möglichkeit, es gibt hier ein paar Leute von uns, die auch als solche erkennbar sind, die mit so großen, ja, sehen aus wie so Schwenkeimerchen und ich glaube mit so Beuteln gehen, wo auch unser Logo drauf geklebt ist, einmal rumgehen, also wer etwas geben möchte, das wäre sehr, sehr nett, aber niemand soll sich gezwungen fühlen, Sie brauchen nichts gegen, aber wer kann, würden wir uns freuen. Dann möchte ich Ihnen noch etwas sagen. Entscheidend für den weiteren Verlauf des Kampfes in dieser Angelegenheit ist, dass wir Sie erreichen können. Und deswegen bitte ich Sie sehr, sehr herzlich, melden Sie sich bitte im Internet auf unserer Webseite www.demofüralle.de an. Für den Newsletter. Denn wenn es weitergeht, wenn eine weitere Aktion ansteht, ist es entscheidend, dass wir Sie erreichen können und Sie davon auch wirklich direkt erfahren. Nur so können wir diesen Kampf, der wird nicht ganz einfach werden, schätze ich, auch erfolgreich bis zu Ende führen. Also bitte Newsletter anmelden, www.demofüralle.de. Herzlichen Dank. Jetzt sage ich noch eine dritte Sache an. Wir gehen durch, es werden gleich Unterschriftenlisten verteilt.
die auf der einen Seite weiß und auf der anderen Seite gelb sind. Das ist eine Aktion, die auch von Demo für alle mit unterstützt wird. Und zwar eine sehr, sehr dringende Sache, eine europäische Bürgerinitiative, Vater, Mutter, Kind, die jetzt in den letzten, ja jetzt noch knapp ungefähr 4 oder 5 Wochen Zeit hat, um europaweit 1 Million Unterschriften zu sammeln. Und zwar damit im EU-Gemeinschaftsrecht eine eindeutige Definition festgelegt wird, was Ehe und Familie ist. Die gibt es nämlich nicht und dadurch entstehen viele Probleme und Druck, ja, den Ehebegriff aufzulösen, die Familie beliebig auf alle möglichen Zusammenlebensformen auszudehnen. Wir fordern, dass im EU-Gemeinschaftsrecht eine eindeutige Definition für Ehe und Familie endlich festgelegt wird und die lautet: Die Ehe ist der Lebensbund zwischen einem Mann und einer Frau und die Familie gründet sich auf Ehe bzw. auf Abstammung. Dafür sammeln wir Unterschriften und ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie diese Listen nehmen und ja, zu Hause in Ihrem Umkreis, in der Familie, in der Gemeinde, ich weiß nicht wo, wirklich Unterstützer finden, die das mit unterzeichnen. Es steht alles auf dem Papier drauf. Vielen herzlichen Dank. Es ist ein sehr wichtiges Anliegen. Danke sehr. Hallo. Hallo. Ja, wir kommen jetzt zu unserem nächsten Redner. Ich darf ankündigen, den Publizisten und Vorsitzenden der DVCK Kinder in Gefahr, Aktion Kinder in Gefahr, der Frankfurter ist und sich sehr, sehr engagiert hat hier schon in der Angelegenheit Sexualerziehungslehrplan, den viele von Ihnen schon gut kennen, Matthias von Gersdorf. Herzlich willkommen. Liebe Teilnehmer der Demo für alle, liebe Eltern, liebe Kinder, liebe Hessen. Bevor ich spreche, zunächst mal ein Riesendank, dem wir alles hier zu verdanken haben, und zwar der großartigen Hedwig von Weberförde, die irre gearbeitet hat, damit wir diese tolle Veranstaltung haben können in Wiesbaden. Wir haben uns hier auf dem Luisenplatz in Wiesbaden vor dem Kultusministerium vor allem aus 3 Gründen versammelt. Zum Ersten, wir wollen die Gendererziehung in den Schulen Hessens verhindern, wie sie im Lehrplan zur Sexualerziehung von CDU-Kultusminister Ralf Alexander Lorz vorgesehen ist. Zweitens, wir sind hier, um das Erziehungsrecht der Eltern zu verteidigen, vor allem im hochsensiblen Bereich der Sexualität. Wir müssen den Politikern ganz klar mitteilen, die Kinder gehören den Eltern und nicht dem Staat. Schließlich sind wir auch hier, damit Deutschland nicht zu einer Gender-Republik wird. Wie in kaum einem anderen Land der Welt benutzt der deutsche Staat seine Machtinstrumente, um die Gender-Ideologie zu einer regelrechten Staatsdoktrin zu machen. Und schon ab 6 Jahren soll diese Doktrin den Kindern in Hessen eingetrichtert werden. Ohne uns! Man hält es kaum für möglich, doch verantwortlich für diesen unseligen Lehrplan ist kein Grüner, wie in Baden-Württemberg das war, also es war beziehungsweise ein SPD-Mann, sondern ausgerechnet ein CDU-Politiker, Kultusminister Ralf Alexander Lorz. CDU in der Welt!
Seinen Lehrplan zur Sexualerziehung hat er gegen den ausdrücklichen Willen der hessischen Eltern und der katholischen Kirche auf den Weg gebracht. Zudem, ohne jegliche Verpflichtung gegenüber dem Koalitionsvertrag mit den Grünen, denn die Bildungspolitik wurde im Koalitionsvertrag gänzlich der Union überlassen. Was sich die CDU-Spitze in Hessen geleistet hat, ist unfassbar. Sie ist regelrecht den Eltern und den Familien in den Rücken getreten. Deshalb von hier, von dem Luisenplatz, geht hier unser Appell dieser Demo für alle an die CDU-Basis. CDU-Mitglieder, fassen Sie Mut und protestieren auch Sie gegen den Genderplan von Kultusminister Ralf Alexander Lorz. Der hessische Lehrplan zur Sexualerziehung ist ein Plan zur Genderindoktrination und damit ein Angriff auf die Kinder, auf das Erziehungsrecht der Eltern und auf die christlichen Wurzeln unseres Landes. Die Genderideologie ist vor allem in der fächerübergreifend und in der verbindlichen Forderung nach Akzeptanz sexueller Vielfalt enthalten. Für einige Kritiker des Lehrplanes wäre es fast ausreichend, wenn man das Wort Akzeptanz durch Toleranz austauschen würde. Es wäre aber ein Trugschluss zu behaupten, dass damit das Problem aus der Welt geschaffen ist. Das Hauptproblem des Lehrplans zur Sexualerziehung ist, um es an den Begriffen festzuhalten, der Begriff sexuelle Vielfalt. Denn in diesem Begriff ist die gesamte Genderideologie enthalten, die davon ausgeht, dass die Geschlechter nicht von Natur ausgegeben sind, sondern anhand gesellschaftlicher oder kultureller Faktoren konstruiert werden. Durch das Ersetzen von Akzeptanz durch Toleranz wäre der neue Lehrplan nach wie vor ein Marsch in die Gender-Indoktrination in den hessischen Schulen. Wir werden deshalb kämpfen, solange es notwendig ist. Wir sind auf eine jahrelange Auseinandersetzung vorbereitet. Sehr geehrter Ministerpräsident Volker Bouffier, tun Sie sich uns und Sie selbst deshalb einen Gefallen und beenden Sie diesen Spuk möglichst bald. Der Lehrplan zur Sexualerziehung von CDU, Kultusminister Ralf Alexander Lorz, muss schnell weg. Danke sehr, Matthias Gerstorf. Ich denke, das war ein flammender und klarer Ansage hier. Also, Herr Lorz, ziehen Sie sich warm an, wenn Sie das weiter durchziehen wollen. Also wir werden hier nicht nachlassen. Ich darf Ihnen als nächste Rednerin eine Mutter aus Hessen, Sie sagen gleich noch, wo Sie herkommen, vorstellen. Frau Angela Gunder, sie hat Kinder, die von diesem Lehrplan betroffen sind. Ja, und sie soll einmal sagen, was sie davon hält. Danke sehr. Ja, ganz herzlich willkommen, liebe Familien, liebe Eltern, liebe Mitstreiter. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Ja, jetzt haben wir keine Sonne mehr, aber ich hoffe, dass sie doch noch ein bisschen bleiben. Ja, die Familie ist das Fundament unserer Gesellschaft. Ohne Familie hat unser Land, hat Europa keine Zukunft. Gender Mainstreaming ist ein Angriff auf unser Gemeinwesen. Der Bildungsplan zur Frühsexualisierung greift in das Leben der Hilflosesten, der Schutzbedürftigsten in unserer Gesellschaft ein, in das Leben unserer Kinder. Als Mutter von schulpflichtigen Kindern frage ich mich, waren bei der Ausarbeitung dieser Schulmaterialien überhaupt Eltern dabei? Können Eltern ihren eigenen Kindern so etwas antun wollen? Was bitte sind das für gewissenlose Pädagogen, die ihre Schutzbefohlenen so etwas zumuten?
Und ich frage Sie, was bitte sind das für gewissenlose Politiker? Und damit meine ich hier in Hessen auch die CDU, die solche Pläne durchwinken können. Und wo bitte bleibt die deutsche Justiz, die diesen Massenkindesmissbrauch und diese staatliche Indoktrination in vielen Bundesländern anficht? Jedes Kind hat ein Recht auf eine Erziehung, die seine Unschuld achtet und seinem Entwicklungsstand gerecht wird. Das Erziehungsrecht der Eltern ist ein Naturrecht. Deshalb legt auch das deutsche Grundgesetz in Artikel 6 fest, Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Aber immer mehr politische Entscheidungen laufen dieser Schutzgarantie zuwider. Unser Elternrecht wird immer weniger geachtet. Verantwortungsbewusste Eltern, die ihr Kind vom schulischen Sexualkundeunterricht freistellen lassen wollen, werden von den zuständigen Behörden mit Bußgeldern, Sorgerechtsentzug, ja sogar Erzwingungshaft bedroht. Ja. So wird das Elternrecht und das Recht der Kinder auf ihre Kindheit mit Füßen getreten. Und dagegen wehren wir uns. Selbsternannte Bildungshoheiten dürfen nicht absolutistisch grenzenlos in die grundsätzlich geschützten Elternrechte und erst recht nicht in das grundgesetzlich geschützte Kindeswohl eingreifen. Denn die Schulpflicht dient der Ausbildung junger Menschen. Sie sollen schreiben, lesen, rechnen und selbstständig denken und arbeiten lernen. Doch der Genderbildungsplan lenkt fächerübergreifend die Aufmerksamkeit direkt auf die sexuellen Orientierungen, auf Sexualkunde und die Bedürfnisse. Kleine Kinder, wie in Berlin geschehen, mit dem Thema Orgasmus zu überfordern, ist menschenverachtend und ist im Prinzip hoheitlich sexueller Missbrauch. Die Schule ist nicht legitimiert in die sexuelle Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch verklausuliert formulierte Bildungsimperative einzugreifen und dort Steuern tätig zu werden. Unser Staat ist nicht berechtigt, via Schule auf unsere Kinder und Jugendlichen manipulativ und ideologisch einzuwirken und das erklärtermaßen in allen Fächern, von der Mathematik bis zur Musik. Die jeweiligen Bundesländer unterwerfen sich diesen sogenannten Bildungsplan ohne Mehrheitswillen und legitimen Auftrag in unserer Gesellschaft. Liebe Mütter und Väter, dass wir hier demonstrieren, ist ein wichtiges Zeichen an unsere Politik und auch an unsere Gesellschaft. Lassen wir uns das nicht gefallen, wehren wir uns. Senden wir deutliche Signale an unsere Schulleitungen, sprechen wir mit den Lehrern, klären wir auf durch Leserbriefe und organisieren wir uns. Wir haben ein Recht, als Gesprächs- und Verhandlungspartner ernst genommen zu werden. Und meine Damen und Herren, schauen Sie bitte auch den Parteien auf die Finger. Wählen Sie nur Parteien, die wirkliche Verantwortung für den Schutz der Ehe und der Familie übernehmen und damit auch für die Zukunft unserer Kinder und unserer Gesellschaft. Ich möchte Sie hier heute alle ermutigen, uns
Unsere Kinder brauchen sie. Wir brauchen jetzt hier in Hessen starke Mamas und starke Papas. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kunder. Ja, wir brauchen starke Mamas und starke Papas und wir brauchen auch starke und gute und verantwortungsbewusste Erzieher und Erzieherinnen und Lehrer und Lehrerinnen, die ich, soweit sie hier sind und auch soweit sie unser Anliegen teilen, auch mal von dieser Stelle ganz, ganz herzlich begrüßen möchte und ihnen danken will im Namen all derer, die hier sind, dass sie auch an dieser Stelle sehr, sehr, sehr eine wichtige und verantwortungsbewusste Arbeit leisten. Danke sehr. Ja, als nächstes darf ich begrüßen die Bundesvorsitzende der Christdemokraten für das Leben, Frau Mechthild Löhr. Danke, dass du da bist. Frau Löhr lebt in Hessen und ja, deswegen ist sie auch heute hier. Ja, vielen Dank. Ich bin hier, weil ich glaube, dass Hessen eine sehr gute Tradition in Demonstrationen kennt. Und ich bin sehr überrascht, dass es heute eine Gegendemonstration nur deswegen gibt, weil hier friedliche Bürger, friedliche Eltern, Großeltern ihr Meinungsfreiheitsrecht in Anspruch nehmen. Das finde ich ein Skandal schon fast. Und ich kann nur sagen, so friedlich und tolerant wie diese Demonstrationen sind wenige in Hessen. Und Sie hören ja schon, der Widerspruch wird lauter. Also damit ist schon bewiesen, wo es an Toleranz fehlt, nämlich auf der anderen Seite. Ja, Hessen kennt Demonstrationen gegen Occupy, gegen Atomkraft, gegen Fluglärm und gegen TTIP. Und meistens geht es mit Gewalt zu. Hier aber sind besorgte, friedliche Eltern, Großeltern, Bürger und Bürgerinnen, die einfach der Meinung sind, wir sollten uns als Bürger wehren gegen eine Bildungspolitik, die uns nicht gefällt und nicht überzeugt. Ich nenne Ihnen drei Gründe, weswegen ich denke, dass es gut ist, dass wir hier sind. Wir wollen keine weitere staatliche Lufthoheit über Kinderbetten. Die Lufthoheit über Kinderbetten ist das ideologische Credo von Linken und Grünen. Und es ist schockierend festzustellen, dass die CDU in dieser Weise anfällig gegenüber einem Mainstream ist, der offensichtlich ganz schwer nur noch zu bremsen ist. Der Staat ist, und darin unterscheiden wir uns von den Roten und Grünen und ich hoffe auch von den meisten CDU-Mitgliedern, der Staat ist mit Sicherheit nicht der wichtigste und beste Erzieher für unsere Kinder. Wir wissen gerade in Deutschland, dass Indoktrination seitens des Staates eine gefährliche Sache ist. Die Kindheit ist ein kostbares Gut und wir haben es hier schon gehört, Artikel 6 des Grundgesetzes, das wir sehr hochhalten, zeigt das primäre Erziehungsrecht der Eltern als Aufgabe und es garantiert es auch. Insofern ist schon der Begriff Sexualerziehung eine erste übergriffige Formulierung. Wir wollen keinen Zwangsunterricht, der Kinder und Eltern zwingt, eine bestimmte Art von Sexualdefinitionen hinzunehmen, sich nicht abmelden zu können, sondern in dieser Weise gezwungen zu werden, sich dieser Sexualorientierung auszusetzen. Es ist ein Skandal, dass dieser neue Sexualplan die Interessen der Eltern hinter die staatlichen Interessen stellt und nicht davor zurückgeschreckt wird vom Kultusminister, die massiven Einwände der Elternverbände und anderer Stellen überhaupt ernst zu nehmen. Das ist unwürdig einer demokratischen Streitkultur. Wir wollen, das ist der zweite Grund, weswegen wir hier versammelt sind, wir wollen keinen Missbrauch staatlicher Autorität bei der Sexualerziehung. Wir sind für Aufklärung, wir sind für verantwortungsbewusste Sexualpädagogik. In einer sexuell libertinären Gesellschaft ist dies wichtiger denn je. Aber wir wollen
keine Sexualerziehung, die statt Aufklärung Indoktrination zum Programm hat und übergriffig ist, wie wir das an einigen Beispielen hier schon gehört haben, und es ließen sich beliebige ergänzen. Ich darf ein Beispiel berichten, das ich gestern Abend von einem Schüler erfahren habe, der in der 5. Klasse hier in Hessen im Klassenzimmer bei der Sexualaufklärung einen Klassenraum vorfand, der als Vagina dekoriert war, und die Jungs mussten sich alle als Spermien verkleiden und dann entsprechend ihren Dienst tun. Ob das für einen 10-11-Jährigen die richtige Form von Aufklärung ist, können Sie selber entscheiden. Artikel 6 bedeutet, dass Familie und Ehe unter dem besonderen Schutz des Staates stehen, und dieses Versprechen muss in Hessen wieder eingelöst werden. Der neue Sexualplan widerspricht dem zutiefst. Ja, auch wir sind für Toleranz, aber es kann nicht sein, dass der Staat die Kinder und die Eltern verpflichtet, seine Interpretationen zu übernehmen, wenn das Elternrecht es anders sieht. Wir sind nicht der Meinung, dass Randthemen sexueller Orientierung zum Zentrum des Unterrichtes in der Sexualerziehung gemacht werden sollen. Wir wissen, und jeder von uns toleriert es, dass es unterschiedliche geschlechtliche Orientierungen in dieser Gesellschaft gibt. Das bedeutet nicht, dass sie im Mittelpunkt der Sexualkunde in den Grundschulen und in den ersten Schuljahren gesetzt werden muss. 75% aller Kinder in den meisten Bundesländern leben bei ihren leiblichen Eltern. Und es wäre gut und wünschenswert, wenn sie im Sexualkundeunterricht dieses Familienmodell auch erklärt bekämen und nicht nur die Alternativen. Wir fordern eine echte Aufklärung, ein wirkliches, ernstzunehmendes Material und keine Ideologisierung. Wir wollen, und das ist das Dritte, keinen Gesinnungslehrplan. Wir wollen, dass die Kinder ihre Identität finden können durch die Familie und durch die Erziehungsberechtigten, aber nicht durch den Staat und seine Schule, der hier seine Autorität jeden Tag missbrauchen kann. Es ist nicht die Aufgabe des Sexualkundeunterrichtes, den Kindern in der Grundschule und danach beizubringen, wie sie persönlich Lust stimulieren und in einzelnen Rollenspielen das auch noch zu üben, möglichst Geschlechter verdreht, damit sie besser wissen, wie sich das anfühlt. Es ist nicht die Aufgabe des Sexualkundeunterrichtes, Lustpraktiken zu vermitteln, wie das im Moment schon teilweise der Fall ist. Wir wollen, dass die Persönlichkeitsrechte der Eltern und der Kinder so geachtet werden, wie das Artikel 6 des Grundgesetzes, aber auch Artikel 4 des Grundgesetzes, dass nämlich die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und der weltanschaulichen Bekenntnisse als unverletzlich bezeichnet. Unverletzlich bedeutet auch, dass diese Rechte in der Schule nicht verletzt werden können. Wir haben hier unter den Demonstranten auch türkische Frauen, die hier hingekommen sind. Ich habe mich gerade mit ihnen unterhalten, weil sie genauso besorgt sind wie wir Christen, dass die Kinder in der Schule ihren Familien entfremdet werden. Wir wollen einen Lehrplan, der nicht in Inhalt und Form elementare Eltern- und Kinderrechte verletzt. Und wir wollen, dass die Selbstbestimmung, die viele, die uns kritisieren, so vorne auf ihren Flaggen führen, dass dieses Selbstbestimmungsrecht der Eltern auch in hessischen Schulen wieder Geltung hat. Und deswegen stehen wir hier. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Liebe Mechthild Löhr. Ja, das war ein sehr gutes Stichwort. Wir haben hier unter uns, und das ist auch nochmal etwas, was ich wieder nochmal betonen möchte, das Aktionsbündnis Demo für alle, steht eben auch wirklich Bürgern und Bürgerinnen aller Konfessionen und Religionen offen und vereint auch ganz viele Leute, wenn auch vielleicht die meisten, die hier sind, Christen sind, das weiß ich. Aber wir freuen uns besonders, dass eben auch aus anderen Religionen, aus den unterschiedlichen Konfessionen wirklich Menschen hier sich mit uns zusammen hier versammeln und dieses Anliegen weitertragen. Das ist gerade die türkischstämmigen
Bürger sind hier viele von zu sehen, gerade hier in Wiesbaden. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass Sie als einige der Vertreter von Ihnen hier sind. Herzlich willkommen. Als nächsten Redner darf ich Ihnen vorstellen den Vorsitzenden eines Trägervereins, einer Schule in freier Trägerschaft hier aus Wiesbaden. Er ist Vater von 4 Kindern und sein Name ist Andreas Zweininger. Herzlich willkommen, Herr Zweininger. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, in Hessen erleben wir gerade, dass Lobbyisten Politikern ihren Stempel aufdrücken in den Hinterstuben der Ministerien. Nach dem Debakel um den grün-roten Bildungsplan in Baden-Württemberg hat sich unser Kultusminister eine tolle Idee ausgedacht. Was den Menschen in meinem Land nicht passt, das verordne ich als Ministererlass. Doch so einfach wollen wir uns nicht über den Tisch ziehen lassen. Wir erwarten von unseren gewählten Volksvertretern eine verantwortliche Politik. Deshalb muss die schwarz-grüne Regierung mit ihrem Lehrplan aus dem postfaktischen Zeitalter nun in der Realität ankommen. Wer Toleranz nicht versteht, sollte von Akzeptanz nicht reden. Andere Meinungen zu tolerieren, ist nicht das Gleiche wie die Akzeptanz eines Lebensstils. Verschiedene Rechtsgutachten haben bekräftigt, dass es sich um eine verfassungswidrige Vorstellung handelt, wenn die Akzeptanz sexueller Vielfalt an Schulen eingefordert wird. Daher stellen wir uns hinter die Kritik des Landeselternbeirats und der katholischen Elternschaft. Und wir halten an der demokratischen Grundüberzeugung fest, dass an der Schule ein tolerantes Miteinander einzuüben ist. Das ist im Sexualkundeunterricht genauso wichtig. Außerdem, seit Jahren belegen empirische Studien, fast 90% der jungen Menschen wollen die verbindliche Lebensgemeinschaft aus Mann und Frau, aus der Kinder hervorgehen. Sie sehen darin Heimat, Sicherheit, Erfüllung und Glück. Sehen wir irgendetwas davon im hessischen Lehrplan? Ein Blick in den Lehrplan macht deutlich, wie widersprüchlich Ehe und Familie im Lehrplan behandelt werden. In der Einleitung ist zwar davon die Rede, dass Sexualerziehung die grundlegende Bedeutung von Ehe und Familie vermitteln soll. Wenn es aber um die thematische und inhaltliche Ausgestaltung des Lehrplans geht, tauchen Ehe und Familie nicht mehr ausdrücklich auf, obwohl deren Förderung Verfassungsauftrag ist. Um in dem Bild von Toleranz und Akzeptanz zu bleiben, Ehe und Familie werden in diesem Teil des Lehrplans ignoriert und damit weder akzeptiert noch toleriert. Der neue hessische Lehrplan ist nicht ein Ergebnis wissenschaftlicher Reflexion über gute Bildung und Erziehung. Er ist ein billiger Versuch, Mann und Frau, Ehe und Familie nach Vorgaben der Genderkonstrukteure zu zerstören. Deshalb stehen wir auf. Wir stehen auf für einen Lehrplan, der Kinder und Jugendlichen dient und nicht den Sonderinteressen von Lobbyisten. Wir stehen auf gegen eine Politik, in der ein kleines Häuflein von Aktivisten die Mehrheit der Gesellschaft nach seiner Meinung oder nach seiner Pfeife tanzen lässt. Wir stehen auf, damit der mehrheitliche Wunsch junger Menschen nach einer verbindlichen Lebensgemeinschaft von Mann und Frau, aus der Kinder hervorgehen, ausdrücklicher Bestandteil des Lehrplans wird.
Und wir setzen uns dafür ein, dass der Staat seine kleinste Zelle, die Ehe und Familie, besonders schützen und fördern muss, wenn er eine Zukunft haben möchte. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Freininger. Sie wissen es wahrscheinlich, viele von Ihnen wissen es, dass wir als Demo für alle auch in Bayern aktiv sind. Und dort gibt es eine eigene Elterninitiative, die sich gegründet hat und die dann auch unserem Aktionsbündnis beigetreten ist. Und wir sind zusammen mit dieser Elternaktion Bayern beim Kultusminister in München gewesen vor einigen Wochen und haben ein sehr gutes Gespräch mit ihm geführt. Und ich möchte auch das Herrn Lorz hier als Beispiel nochmal vor Augen halten, dass es durchaus möglich ist, auch mit den Eltern, mit den Bürgern in einer so zentralen und wichtigen Sache wirklich auch ins Gespräch zu kommen. Ja, und ich möchte mich dann an dieser Stelle herzlich nochmal bei Herrn Dr. Spähnle aus München bedanken, dass er uns nicht nur empfangen hat, sondern dass er auch unsere Argumente, die wir da sehr klar und differenziert vorgetragen haben, mit großer Aufmerksamkeit angehört hat und dass dort in Bayern jetzt diese Dinge auch gerade neu erwogen werden. Wir haben da durchaus große Hoffnung. Deswegen freue ich mich ganz besonders auch über die Bayern, die heute hier sind. Herzlich willkommen. Und mit Ihnen gekommen ist die Sprecherin der Elternaktion Bayern, Frau Sabine Weigert. Und sie wird uns jetzt hier ein kleines Grußwort sagen. Herzlich willkommen, Frau Weigert. Liebe Teilnehmer der Demo für alle, liebe Familien, liebe Kinder aus Hessen, wir stehen als gute Nachbarn an eurer Seite. Wir sind heute aus Bayern gekommen, um den friedlichen Kampf gegen die Genderideologie und Sexualisierung an den Schulen Hessens solidarisch zu unterstützen. Zusammen stehen wir auf für die seelische und geistige Unversehrtheit der Kinder, gegen den Missbrauch staatlicher Macht durch staatlich verordnete Indoktrination an den Schulen, gegen die Aushöhlung der Elternrechte. Wir sagen unmissverständlich Nein zu den Plänen der Genderideologen, die Kinder und Jugendlichen an den Schulen mit völlig unwissenschaftlichen Inhalten zu belästigen. Wir sind froh, dass so viele an diesem Protest teilnehmen. Dem hessischen Kultusminister, aber auch allen Kultusministern der Länder rufen wir zu: Sorgen Sie für gute Bildung! Sorgen Sie für gute Bildung statt für Indoktrination! Und stoppen Sie die Gender-Ideologen in ganz Deutschland! Und in ganz Europa, genau heute. Wir hören nicht auf zu kämpfen für unsere Kinder. Unsere Kinder sind diesen Kampf wert. Vielen herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank, Frau Weigert.